Herzlich willkommen zu unserem kleinen Video zum Thema Fotodesigner. In diesem Video stellen wir Ihnen kurz den Fotodesigner vor. Wir befinden uns aktuell in einer Immobilie, wählen ein Bild aus und öffnen den Fotodesigner über der rechten Seite unter Marketplace Fotodesigner. In dieser nun neuen Oberfläche befinden wir uns als erstes in der Bibliothek. Wir können über die linke Leiste zum Beispiel das Bild zuschneiden in der quadratischen Form, 4:3 Format, 16:9 Format oder ganz individuell, indem Sie die Bildgrößen einstellen. Den Bildausschnitt können Sie selbst festlegen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Bild zu drehen. Im Folgenden kommen die Feinkorrekturen. Bei den Korrekturen haben Sie Möglichkeiten, die Helligkeit, den Kontrast einzustellen oder aber Schatten oder Schärfe des Bildes. Haben Sie bisher Änderungen an dem Bild vorgenommen, finden Sie außerdem einen Button Zurücksetzen, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen. Die dritte Option sind die Sticker. Bei den Stickern haben Sie die Möglichkeit, Emoticons oder Shapes einzufügen. Ich denke aber, viel interessanter ist die Custom-Version. Über einen neuen Sticker hochladen können Sie Ihr eigenes Logo hinzufügen und anschließend über Custom auswählen. Hierbei gibt es die Möglichkeit, das Bild weiter transparent zu gestalten, in der Position zu verschieben, von der Größe her anzupassen oder rückgängig zu machen. Haben wir ein Bild bearbeitet, können wir dies direkt wieder zu OnOffice Enterprise exportieren. Bitte beachten Sie bei diesem Vorgehen, das aktuelle Bild, das Sie ausgewählt haben, wird hierbei ersetzt. Möchten Sie für verschiedene Anlässe den Fotodesigner verwenden, laden Sie das Bild mehrmals hoch. Kurz und knapp, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir gerne einen Daumen nach oben da. Bei Fragen gerne in die Kommentare reinschreiben und über Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie unseren Kanal.